So einen Abend zu erklären, fiel nicht gerade leicht. Es war eine Sternstunde für Schalke. 4 Tore geschossen im Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid düpiert und doch ausgeschieden. Unfassbar, unglaublich. Es war ein spannendes Spiel, schade. Also wenn einer vorher gesagt hat, wir schießen 4 Tore und scheiden trotzdem aus, hätte ich ihn für verrückt gehalten. Das ist natürlich bitter, wir sind alle so enttäuscht, gleichzeitig aber auch stolz auf das, was die Mannschaft heute geleistet hat. Von Anfang an hat man gesehen, dass wir besser ins Spiel waren, aggressiver waren. Real Madrid das Leben schwer gemacht haben und die konnten nicht so gut fußballerisch rauskommen, wie die das im Hinspiel gemacht haben. Und das war sicher gut von unserer Seite. Ich glaube, das hat uns keiner zugetraut. Wir haben immer an uns geglaubt und klar, mit dem 1-0 wird das Selbstvertrauen größer und dann haben wir es gut gemacht. Aber wie gesagt, wenn man 4 Tore in Madrid macht, dann wäre es gut, wenn man da noch weiterkommt. Schalke spielte gut wie lange nicht. Voller Elan mit schnellem Umschaltspiel. Der Trainer hat die Mannschaft grandios eingestellt und wir haben genau das gemacht, was wir machen mussten. Leider Gottes zeigt sich dann halt auch immer wieder die individuelle Qualität des Gegners und es ist halt unheimlich schwer, dann Cristiano Ronaldo halt dann auch auszuschalten. Und wenn der vielleicht heute nicht auf dem Platz gewesen wäre, hätten die halt auch keine 3 Tore gemacht. Die Sympathien gehören nach diesem denkwürdigen Abend aber nur dem FC Schalke. Und der will auch nächstes Jahr wieder in der Champions League dabei sein. Ab sofort zählt nur die Bundesliga. Erklären kann man das eine oder andere nicht, sowohl eine blamable Niederlage im Derby halt oder halt heute so ein Spiel halt. Aber das sollte natürlich jedem Einzelnen Selbstvertrauen geben halt und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt nicht das, was wir heute gemacht haben, halt uns jetzt denken, jetzt ist alles vorbei, jetzt sind wir zwar ausgeschieden halt, aber jetzt bleibt noch die Bundesliga übrig mit wichtigen Zielen halt und jetzt sind wir gleich wieder gefordert.